zusammen! Ich freue mich so mega mäßig, euch wieder zu sehen. Richtig, richtig cool, dass ihr am Start seid heute. Und wir werden ein richtig cooles Programm auch ab Januar wieder haben von uns aus. Aber davor freut euch auf diese Serie, in der wir uns ab heute befinden. Und genau, wir werden ein paar verschiedene Weihnachtscharaktere, Weihnachtspersonen aus der Geschichte, aus der Weihnachtsgeschichte kennenlernen oder noch tiefer kennenlernen. Und ja, diesbezüglich habe ich heute auch jemanden eingeladen. Wir haben einen besonderen Gast da zu unserem ersten Advent. Und den holen wir jetzt gleich mal herbei. Und ich würde sagen, wir schnipsen mal, okay? Und mal schauen, vielleicht taucht er dann auf. Also schnipst mal zusammen mit mir. Wir zählen auf 3 und dann schnipsen wir, okay? Also, 1, 2, 3. Hey Kids! Wow, Phil! Cool, dass du da bist. Hey Hannah! Mega stark! Was machst du da hinten noch? Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Vielleicht müssen wir einfach nochmal schnipsen, oder? Dann kommt er vielleicht her. Okay, dann machen wir das nochmal. Also, ich zähle nochmal auf 3. 1, 2, 3. Das hat geklappt! Richtig cool, Kids! Hey Phil, freut mich mega, dass du heute mit am Start bist. Ja, cool, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall. Yes, ich würde sagen, wir stoßen mal auf den ersten Advent an. Holt euch euer Weihnachtsgetränk heraus. So, zum Wohl. Tee ist super. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich habe sogar meine coolen Weihnachtsschuhe ausgepackt, die geben richtig schön warm. Wie ist es bei dir? Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder nicht so? Ja doch, könnte ein bisschen mehr Schnee sein, beziehungsweise wir haben nicht gar keinen Schnee, ne? Aber mit dem Tee, das kommt schon ganz gut jetzt, ja. Ja, stimmt. Und ihr, seid ihr schon voll in Weihnachtsstimmung? Wir werden auch gerade dazu ein Spiel spielen, würde ich sagen, oder? Ist doch super. Und zwar, wir brauchen dazu nur unsere Hand. Die habt ihr alle parat. Und wir werden jetzt gleich 5 Aussagen machen bezüglich Weihnachten. Und wenn ihr sagt, hey, das stimmt, das trifft auf mich zu, dürft ihr einen Finger runter machen. Und wer die wenigsten Finger am Ende hat, der ist am meisten in Weihnachtsstimmung. Okay, also wir lesen euch mal vor. Nummer 1. Also dürft ihr Hand hoch machen. Erstens, ich habe schon Lebkuchen gegessen. Lecker. Du nicht? Nee, leider noch nicht. Okay. Zweitens, ich habe schon einen Tannenbaum. Nee, ich auch nicht. Das, ich bin immer dann mega spät dran, immer so 2. Tage davor. Dann drittens, ich habe schon Weihnachtsplätzle gegessen, Weihnachtsbrötleplätzle. Obwohl, ich glaube, ich habe auch schon. Ich habe noch keine gebacken, aber schon gegessen. Ja, so geht's mir auch. Ja. Genau. Die Mutter. Viertens. Viertens, ich habe schon einen Weihnachtsfilm angeschaut. Oh, welchen denn? Ja, nee, den Namen weiß ich nicht mehr. Das war so ein schnulziger Film. Mit meiner Mutter habe ich den angeguckt, aber der war auch nicht gut. Okay, okay. Was guckt ihr denn gerne für Weihnachtsfilme? Kennt ihr da ein paar? Ihr dürft sie gerne reinschreiben. Und letztens, zu allerletzt, seid ihr schon Ski gefahren oder Snowboard oder Schlitten oder... Poporutscher. Poporutscher. Kennt ihr das? Nee, tatsächlich noch nicht. Nee. Nee. Und? Oh, wir sind auf dem Gleichstand. Wir sind beide ungefähr gleich in Weihnachtsstimmung. Und wie ist es bei euch? Habt ihr noch Finger oder keine? Wie sich das anhört, gell? Ich hoffe auch. Oh Mann. Yes, hey Kids, wir sind in. Wir starten heute ein richtig, richtig cooles Thema und das heißt Glaube als Herausforderung. Ich glaube, dass jeder von uns Herausforderungen kennt, also ich zumindest. Oder Phil, wie ist es bei dir? Hast du Herausforderungen in deinem Leben, wo du sagst, das teile ich mit den Kids gerne? Ja, doch, gut, dass du fragst. Eigentlich jetzt, wo ich hier sitze, so merke ich, das war für mich immer voll die Herausforderung, vor Leuten zu sprechen und jetzt hier auch vor Kamera zu sein. Aber ich habe mir vorgenommen, einfach das so oft wie möglich zu machen, jede Chance zu nutzen, weil ich glaube, dadurch werde ich auch einfach frei von dieser Angst. Amen, richtig cool. Ich feiere es so sehr, dass er sich diese Herausforderung stellt und sagt, nee, ich tue jetzt nicht irgendwie das Abweisen von mir, sondern ich begegne der Herausforderung. Richtig stark, ja. Ja, wie ist es mit dir denn, Hannah? Ja, ich hatte jetzt kurz Zeit, mir Gedanken zu machen. Mir ist gleich gekommen der Schulwechsel, den ich gehabt habe, von der 10. auf die 11. Klasse. Ich habe keine Person in der Klasse gekannt, komplett fremde Personen in der Klasse. Und das war echt herausfordernd für mich. Und habe dann aber auch gemerkt, ja, oft ist es gar nicht begründet, diese Sorgen und Zweifel, die man hat.
Und habe dann ziemlich schnell auch Freunde gefunden, aber da war es echt noch sehr herausfordernd. Ja. Und ihr habt ja auch Herausforderungen bestimmt, auch gerade zu dieser Zeit. Vielleicht gibt es da irgendwas, wie gesagt, das fordert mich heraus. Und wir werden später noch näher auf das Thema eingehen. Aber es gibt ja auch, sag ich mal, positive Herausforderungen, oder? So Dinge, die Spaß machen, sagen, hey, ich lasse mich da mal herausfordern. Und ich fordere dich jetzt heraus. Okay. Und zwar, ich habe dir was vorbereitet. Das sind Kekse, wie ihr sehen könnt. Die sind ganz schön groß, mal schauen. Und die Challenge besteht jetzt darin, der Phil wird jetzt gleich einen Keks nach dem anderen in seinen Mund tun und versuchen, das Wort Weihnachtsgeschichte klar und deutlich zu sagen. Wenn er es nicht mehr schafft, ist die Challenge vorbei. Okay, ihr dürft es dann danach zu Hause gerne nachmachen, aber jetzt ist erstmal der Phil dran. Okay, das hört sich schon mal schwierig an. Ich dachte, jetzt Kekse essen kriege ich hin, aber okay. Let's go. Okay. Okay, mal schauen. Wie viele denkt ihr, dass er schafft? Ich tippe mal so auf 3, 4, sind schon groß. Okay, jetzt dein Wort, Weihnachtsgeschichte. Wozu? Weihnachtsgeschichte. Okay, also ganz klar ist es schon nicht mehr, aber wir versuchen noch einen Keks. Ich habe 3 getippt, mal schauen. Vielleicht habt ihr auch nicht so trockene Kekse zu Hause, mal schauen, was er geschafft. Die sind so riesig. Geschafft. Ja, das stimmt. Okay, ein paar Mal drauf erkauen. Dein Wort. Weihnachtsgeschichte. Okay, also ich glaube, ein weiterer Keks ist nicht drin, oder? Aber hey, komm, wir geben ihm mal einen Applaus hier. Hat er gut gemacht, sehr gut. Aber jetzt ist die Challenge gesetzt und ihr dürft jetzt euch beweisen, ob ihr mehr Kekse schafft. Sehr cool. Yes, und ja, was haben wir denn noch nicht gehabt? Moment, ich muss kurz überlegen. Den Bibelvers. Den Bibelvers der Woche, ich hätte ihn fast vergessen. Oioioi. Und zwar, wir haben hier eine richtig schöne Krone und in der haben wir ein paar Verse. Und der Phil darf jetzt einfach mal einen Vers ziehen für diese Woche. Jetzt, wo ich wieder klar sprechen kann. Ah, das ging ja voll schnell. Also gut, schmecken tun sie ja, ne? Okay, das ist schon mal gut. So. Lukas 18, 27. Mhm. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Amen. Amen. Yes, so ist doch mal kraftvoll. Gott, bei ihm ist alles möglich, auch wenn es für uns unmöglich erscheint. Und das dürft ihr über eure Herausforderungen, die ihr gerade habt, gleich aussprechen und auch aussingen. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen. Und da dürft ihr einfach sagen, hey, ich feiere Gott dafür, dass er mit mir durch die Herausforderung geht. Genau. Dann lasst uns in Worship starten, oder? Yes. Let's go. Als Rap, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, das hat er gesagt. Er ist immer bei mir. Jesus macht mich stark, er gibt mir Mut in der Angst. Jesus macht mich stark, Unmögliches schaffe ich. Jesus macht mich stark und Schwierigkeiten können kommen. Jesus macht mich stark, alles kann ich durch ihn. Jesus macht mich stark, für ihn will ich leben und tun seinen Willen.
stark, gibst mir neue Kraft. Ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft. Ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft. Ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft. Ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft. Ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft. Ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Stark, stärker Jesus. Hey Freunde, hier sind wir wieder und ich hoffe, ihr habt eine mega gute Zeit gehabt jetzt mit Gott und habt ihn echt erlebt. Aber Hanna, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Yes, wir werden nämlich jetzt gleich von unseren Freunden hören und die haben so coole Sachen für euch vorbereitet und seid gespannt, was sie erlebt haben. Und ja, ich würde einfach sagen, Film ab! Wer war hier und wer war da? Zusammen mein Team, ist doch klar. Liz und Andy sind am Start. Sammy und HP, Oma Hildegard. Wer war's? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Over forest and riding a woman's open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Oh Mann, Sammy, wie lange stehst du schon da, Mann? Kannst du dich nicht ankündigen? Ja, ich bin gerade erst gekommen. Kannst du mir helfen? Ach, klar. Was machst du? Sag mal, Andy. Warum hängst du denn schon Weihnachtsdekoration auf? Es ist nicht einmal Dezember. Ja, aber schon sehr bald. Heute haben wir die erste Kerze im Adventskranz angezündet. Und weißt du, was das heißt? Schon bald ist Weihnachten. Ich freue mich riesig. Naja, wie auch immer. Riechst du das auch? Es riecht nach Waffeln. Hier riecht es aber gut. Samuel, wie schön dich zu sehen. Setz dich doch hin. Nimm dir ruhig ein paar Waffeln, die müssen mittlerweile abgekühlt sein. Abgefahren, danke. Oma, weißt du zufällig, wo Liz ist? Ich wollte mir einen Schraubenzieher ausleihen für... Ist egal, wofür. Ja, deine Schwester ist bei ein paar Freunden, sie müsste aber mittlerweile jeden Moment da sein. Und was machst du da? Ich sortiere meine alten Gemälde und wollte sie gerne aufhängen, weil ich hatte nach dem Umzug noch keine genügend Gelegenheit dazu. Boah, so viele bunte Farben. Die Bilder habe ich auf der Kunstakademie gemalt. Und das hier war meine frühere beste Freundin Melinda. Für dieses Bild habe ich sogar einen Preis gewonnen. Schau mal hier. Nice. Ich mag den Schnauzer von Papa. Den mag ich auch. Diese Bilder sind wirklich sehr wertvoll für mich. Eine Kunstakademie hat mich sogar angefragt, ob ich sie verkaufen möchte, aber ich wollte sie nicht verkaufen. Sie bedeuten mir sehr viel. Also passt auf sie auf, okay? Machen wir. Okay. Hallo Leute. Ja. Gute Güte, Liz, du bist ja ganz nass. Oh, du zitterst ja. Setz dich erstmal hin. Mir geht es gut, Omi. Nur ist das wirklich kalt. Ich hol dir mal ein Handtuch. Was ist denn passiert, Liz? Naja, ich wollte zu den Andersons, die mit dem süßen Hund. Und dann kamen da so Jungs und Mädchen, die dachten, es sei wohl lustig, mich in eine Pfütze zu stoßen. Boah, wie gemein. Keine Ahnung, wieso. So, wärm dich erstmal auf. Danke, Oma.
Und diese Leute haben das einfach so gemacht, das geht doch so nicht. Hast du sie wenigstens zurückgeschubst? Nein, warum sollte ich? Hattest du vielleicht Angst, dass sie dir wehtun oder warum? Wer sind diese miesen Kerle? Na warte, denen werde ich zeigen. Warte, wir werden schon ein blaues Wunder erleben. Niemand regt sich einfach so mit meinen Freunden an. Aber mir ist doch nichts Schlimmes passiert. Morgen rede ich mal mit denen und wenn sie sowas nochmal machen, dann reden wir halt mit ihren Eltern. Das ist eine gute Idee. Ihr seid echt komisch. Zuerst willst du die Mathehausaufgaben nicht abschreiben, obwohl du eine Strafarbeit kriegst, wenn du sie noch einmal vergisst. Und dann schubst du sie einfach nicht zurück. Das ist doch doof. Aber wir wollen eben das tun, was Jesus gut finden würde. Wenn es so ist, Jesus Freund zu sein, dann will ich niemals Jesus Freund sein. Nie, nie, nie. Es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich trotzdem megamäßig. Ja, es gibt auch voll die Vorteile, ein Freund von Jesus zu sein. Ziemlich viele sogar. Ja, er ist immer bei uns und beschützt uns. Ja, der hat dich aber toll beschützt, Liz. Ich habe mich doch nicht verletzt. Und ich hatte auch gar keine Angst, weil ich wusste, dass Jesus da ist. Auch wenn ich nachts mal aufwache und Angst habe, kann ich mit ihm reden. Und er macht mich ganz ruhig, weil ich weiß, dass er da ist. Du kannst immer mit ihm reden, egal welche Zeit. Oh, wir haben eine neue Nachricht von Helge Phyllis. Kommt! Von wem sie wohl ist? Ich habe eine neue Nachricht von Professor Wirrwarr. Cool, eine Nachricht von Papa. Komm, ich lese vor. Hallo Kinder, ich habe eine wunderschöne Krippe für euch hier gefunden. Wenn deine neue Erfindung klappt, wie du sie beschrieben hast, Liz, schicke ich euch heute die erste Figur vorbei. Viel Spaß, euer Papa. Ich habe einen neuen Gegenstand von Professor Wirrwarr. Schauen. Hä? Cool. Wie kommt das jetzt? Ich versteh's nicht. Ciao, ich habe eine Teleportationsbox an HP angeschlossen und Papa hat sich in der Schweiz genauso eine Box. Wenn er etwas da hineinlegt, dann kann er es uns schicken. Dann wird der Gegenstand nämlich in die kleinsten Moleküle. Wow, 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 ganz ruhig, Einstein. Ich verstehe mal wieder nur Busbahnhof. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache ist, dass Papa uns diese Figur geschickt hat. Der sieht cool aus. Wer ist das wohl? Zeig mal. Vielleicht einer der Hirten. Oder Josef. Ich glaube, am Beispiel von der Geschichte von Josef kann ich dir das auch mit Jesus erklären, Samuel. Eine Geschichte? Abgefahren. Das erste Weihnachtsgeschenk. Der Engel Gabriel erzählte Maria: Du wirst ein Baby bekommen. Wie? Fragte Maria. Ich bin nicht verheiratet. Hä? Gottes Heiliger Geist wird über dich kommen. Das Baby wird Gottes Sohn sein. Mhm. Maria glaubte ihm. Maria war mit Josef verlobt. Aber er glaubte ihre Geschichte nicht. Deshalb kam auch zu Josef ein Engel. Maria lügt nicht. Ihr Baby wird Gottes Sohn sein. Du musst ihm den Namen Jesus geben. Viele Monate vergingen. Dann reiste Josef mit Maria in seine Heimatstadt Bethlehem, um an der staatlichen Volkszählung teilzunehmen. Nach dieser langen Reise wollten sie schnell eine Unterkunft finden. Sie mussten für die Geburt bereit sein, die kurz bevorstand. Aber alle Gasthöfe in Bethlehem waren voll. Also wurde Gottes Sohn in einem Stall geboren, in Tücher eingepackt und auf ein Bett aus Stroh gelegt. Sie nannten ihn Jesus. In dieser Nacht erschien einigen Hirten in den Bergen von Bethlehem ein Engel. Gute Nachrichten, sagte der Engel. Euer Retter ist geboren. Er ist in Bethlehem und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich erschienen weitere Engel, so viele, dass sie den Himmel füllten. Lobt Gott im Himmel! Sangen alle. Jeder, der Gott eine Freude macht,
soll seinen Frieden erfahren. Als die Engel sie verließen, eilten die Hirten nach Bethlehem. Sie fanden das Baby, ihren Retter, auf einem Bett aus Stroh liegen. Es war genau so, wie es der erste Engel gesagt hatte. Nachdem die Hirten Jesus gesehen hatten, gingen sie durch die Stadt. Sie waren sehr aufgeregt. Sie erzählten allen, was geschehen war. Und sie priesen Gott für das, was er getan hatte. Was brauche ich als erstes? Und zwar brauche ich doch... Ah, natürlich! Hier, schön, Raphael-Kerze. Mhm. Weil heute ist doch der erste Advent. Okay, die erste Kerze brennt. Dann, was brauchen wir noch? Der Glas... Hier. Einmal schön machen. Tada! So, schick gemacht. Perfekt, Lichterkette. Weihnachtsdeko kann ich. Okay, einmal noch hier. Die Weihnachtsmütze natürlich. Da vorne. Oh ja. Oh, die Lieblingsdeko natürlich. Hier. Schöne, coole Weihnachtskugeln. Natürlich passend auch zu meinem Pulli heute. Ja. Richtig cool. So, 1, 2 legt man natürlich da drauf. Weihnachtsdeko dekorieren. Das kann ich gut. So, jetzt kann der Kiko natürlich richtig starten. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und ich freue mich umso mehr, dass der erste Advent heute ist. Die erste Kerze konnten wir anzünden. Und ich hoffe, du hast einen Adventskranz daheim und konntest deine Kerze heute schon zusammen mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern anzünden. Wow, ich freue mich, dass Weihnachten ist. Freust du dich auch so? Vielleicht... bist du gar kein Weihnachtsmann, noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, weil ja, ist noch gar nicht Dezember, so wie Sammy gesagt hat. Aber ich freue mich über Weihnachten. Ich feiere das jedes Jahr aufs Neue, wenn der Kopfschmuck, also die Weihnachtsmütze aufgesetzt werden kann, wenn die Lichterketten irgendwie da sind. Das freut mich, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin voll der Weihnachtsfan. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt losgehen kann. Und das, ihr habt gerade eben schon die Weihnachtsgeschichte gesehen an einem Stück. Und das finde ich richtig cool, sowas mal auch am Stück zu sehen. Aber wir als Kigo-Team, Kigo-Online-Team, haben uns überlegt, hey, es wäre eigentlich super, mal so einzelne Gesichter, so einzelne Menschen aus der Weihnachtsgeschichte so in den nächsten Wochen genauer zu anzuschauen. Und heute geht es um die erste Person und ich freue mich sehr, dass ich diese Person haben darf. Und vielleicht hat jemand vorhin schon erkannt, wer es denn sein könnte. So die Figur, die Sammy und Liz und Andy hatten. Wer hat es denn erkannt? War es ein Hirte? Gut, Hirte könnte es sein. War es Maria, so mit irgendwie langen Haaren? Nee, ich glaube, Maria war es nicht. Einer von den aus dem Morgenland war es, glaube ich, auch nicht. Jesus war es auch nicht, weil Jesus ist ja ein Baby, also... Kann gar nicht sein, es war ja eine große Figur. Aber irgendwas mit J vielleicht. Oh, Josef. Josef, das ist er. Heute geht's um den guten Josef. Josef, das war der Verlobte von Maria. Also die waren verliebt, haben sich dann verlobt und dann als nächstes kommt quasi der Schritt, dass man sich verheiratet. Und die beiden waren verlobt. Und Josef, der hat eine ziemlich herausfordernde Situation an Weihnachten. Ganz am Anfang bekommt er nämlich 2 herausfordernde Situationen sogar. Die erste herausfordernde Situation ist, dass Maria zu ihm sagt, hey, ich bin schwanger. Ich habe ein Baby in meinem Bauch. Und der Josef hat sich überlegt, hey, das kann doch gar nicht sein. Also, wir haben doch gar nicht miteinander geschlafen und jetzt soll sie irgendwie schwanger sein? Boah. Und damals war es so, dass das eigentlich so gar nicht ging in der damaligen Kultur. Und Josef hat echt, und
war ein strenger, gläubiger Mann, also der hat an Gott geglaubt. Und der hat sich schon überlegt, okay, krass, wie gehe ich mit dieser Situation jetzt um? Und die zweite krasse Situation, die Josef gleich am Anfang erlebt hat, war, dass er geschlafen hat und in diesem Traum, da kam ein Engel zu ihm. Ein Engel hat in diesem Traum zu Josef gesprochen. Also zu mir hat noch nie ein Engel gesprochen. Das wäre echt cool. Ein Engel ist nämlich jemand, der von Gott eine Nachricht zu uns Menschen gibt. Also, und der Engel hat gesagt, hey, und das können wir nachlesen. Hier, oh ja, die letzte Dekoration nehmen wir hier. Matthäus 1, da kann man nämlich nachlesen, was der Engel zu Josef gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was? Der Engel sagt quasi genau das, hey, Maria wird ein Kind bekommen, und zwar ist das Kind vom Heiligen Geist, also von Gott hat quasi Maria das Kind geschenkt, und er soll ihm den Namen Jesus geben. Jesus. Boah, krass, zwei herausfordernde Situationen, die Josef gleich am Anfang erlebt von Weihnachten. Und heute geht es nämlich genau darum, Glaube als Herausforderung. Josef war ein gläubiger Mann, der hat an diesen Gott geglaubt. Aber das ist die erste Frage, die ich dir daheim stellen möchte. Kannst du oder glaubst du an diesen Gott? Sagen manche, na klar, gar keine Frage, easy peasy, daran glaube ich. Und manche sagen, oh nee, also ich bin irgendwie Online-Kio, bin irgendwie reingerutscht. Eigentlich kann ich das nicht so glauben. Aber die Frage möchte ich dir stellen heute am ersten Advent, jetzt wenn die Weihnachtszeit neu losgeht und man so ein bisschen sich überlegt, hey, warum feiert man Weihnachten, warum Advent, okay. Da möchte ich dir die Frage stellen, wenn du noch nicht an diesen Gott glaubst, was hindert dich dran? Und das, was richtig cool ist, bei Josef zu sehen, dass er diese Herausforderung annimmt. Und ich hoffe, dass du diese Herausforderung an diesen Gott auch annimmst. Und wir können dann lesen, dass es eben weitergeht. Und zwar, dass Josef und Maria nach Bethlehem gehen. Da war eine Volkszählung und die haben sich auf den Weg gemacht. Und das war die zweite große Herausforderung für Josef, dass er bei Maria bleibt. Der Engel sagt, ja, heirate Maria schnell. Zögere nicht, sie zu heiraten. Und das finde ich richtig cool. Ich glaube, wenn ich Josef gewesen wäre, boah, ich glaube, ich hätte schon Angst gehabt, was wohl passiert, so, wenn ich jetzt... Aber das Coole ist, Josef ist geblieben und er ist zu Maria gestanden und zu der ganzen Situation. Die anderen Leute haben die wahrscheinlich schon schief angeguckt, aber Josef ist geblieben, er hat die Herausforderung angenommen. Und die zweite Frage ist, nachdem, ob du die Herausforderung annimmst, an Gott zu glauben, ist, hey, liebst du Herausforderungen? Liebst du Herausforderungen? Also ich finde manche Herausforderungen richtig spitze. So sportliche Herausforderungen, so ein bisschen jonglieren mit dem Fußball oder herausgefordert werden, so im Sport, das finde ich richtig cool. Aber manchmal gibt es auch so Herausforderungen, die finde ich nicht so cool. Die sind, da wenn ich weiß, oh Mann, ich kann das gar nicht so gut oder ich schaffe das gar nicht. Die Herausforderungen, die mag ich nicht so. Da wo ich wirklich merke, okay, das schaffe ich gar nicht. Und Josef, der sagt aber, hey, vielleicht war die Herausforderung viel zu groß für mich, aber ich bleibe treu, ich bleibe dran an diesem Gott und ich stehe zu Maria. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich Herausforderungen, wo ich eigentlich so gedacht habe, boah, das kann ich gar nicht schaffen, dass ich die mit Gott geschafft habe. Und wenn du vor einer Herausforderung stehst, wenn du sagst, boah, ich schaffe das gar nicht, dann nimm Gott mit ins Boot, dann bete und sag, Gott, hilf mir bei meiner Herausforderung. Und diese zwei Punkte möchte ich dir heute ganz bewusst mitgeben, ganz am Anfang vom Advent. Die Herausforderung an Gott zu glauben, an Weihnachten zu glauben, an diese coole Geschichte. Ist es eine Herausforderung, dich darauf einzulassen? Oder, und auch in deine persönlichen Herausforderungen, quasi da Gott mit reinzunehmen. Weil dann könnt ihr das schaffen. In der Bibel steht ein cooler Vers, nämlich, hey, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott kann so vieles möglich machen. Und ich bin sehr gespannt, welche Person wir noch die nächsten Male von der Weihnachtsgeschichte anschauen. Du darfst gespannt sein. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Und in diesem Gebet lasse ich eine kleine Pause.
Und du hast da die Möglichkeit, auch mit Gott zu reden. Du kannst sagen, was deine Herausforderungen sind, oder du kannst sagen, Gott, ich möchte mich irgendwie auf dich einlassen. Ich möchte mich herausfordern lassen, ganz neu an dich zu glauben. Ich bete und du darfst gerne mitbeten. Danke, Jesus. Danke, Gott, dass du uns herausfordern möchtest. Danke, dass auch Glaube ein Stück weit eine Herausforderung ist, ein Wagnis, aber dass wir das erleben dürfen, dass du hältst und dass du dich zu uns stellst. Und danke, Jesus, dass wir mit dir reden können und du hörst jetzt alles, was jedes Kind zu dir sagt. Danke, Gott, dass du das alles jetzt gehört hast, was wir laut oder leise gesagt haben. Danke, dass es dich gibt und dass wir an dich glauben dürfen. Amen. Jetzt wünsche ich euch noch einen richtig, richtig schönen Kiko. Und dann nachher frohes Dekorieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und nicht vergessen, am Ende die Kerze wieder auszupusten. Viel Spaß noch. Also Josef ist der Vater von Jesus. Zumindest sein Vater hier auf der Erde. Und sein Leben war auch ganz anders wegen Jesus. Es war nicht immer einfach. Ich glaube, ich muss noch mehr über diesen Jesus herausfinden. Er muss euch ja ziemlich wichtig sein. Du hast dich schließlich für ihn in eine Pfütze schubsen lassen. Tante Melinda! Ich sehe das Ziel! Klar und deutlich! Los, Eduardo, du weißt genau, was zu tun ist. Eduardo! Ach ja! Genau, wir werden nächste Woche da weitergehen, wo wir heute aufgehört haben. Und ich bin mega gespannt, was unsere Freude da noch erwartet. Yes, und ich möchte euch einfach nochmal ermutigen, diesen Bibelvers, den wir vorhin gelesen haben, den dürft ihr echt für nächste Woche mitnehmen, was auch immer euch begegnen mag. Was für uns unmöglich scheint, ist bei Gott einfach möglich. Amen. Und darauf können wir uns verlassen. Ja, dann lass uns noch zusammen beten, oder Kids? Ja, yes, Gott, wir sind dir so dankbar, dass du mit uns durch alle Dinge gehst, Herr. Da, wo wir Herausforderungen haben, wir danken dir, dass du da mit uns bist, dass du uns nicht verlässt, nicht alleine lässt, sondern du gehst voran, du stehst uns zur Seite. Und ich danke dir, dass du jedes einzelne Kind jetzt wirklich segnest, Herr, dass du jedem Kind jetzt bewusst machst, dass du für das Kind bist, dass du sie liebst, Herr, und dass du sie nicht verlässt. In deinem mächtigen Namen beten wir. Amen. Amen. Yes. Wir werden jetzt nochmal in Worship gehen. Ich freue mich so sehr, Gott, unseren tollen Gott zu preisen und zu loben und zu feiern. Und ja, lass uns abziehen. Oh, warte. Die Kekse, die nehmen wir auch noch mit.